Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf Fünfer TV. Heute gibt es den zweiten Teil vom Q&A. Ich habe ja beim letzten Mal die ganzen Instagram-Fragen beantwortet. Diesmal gibt es die ganzen YouTube-Fragen, die ihr mir unter dem Community-Post gestellt habt. Und wie der Tag so abläuft, ihr müsst es wahrscheinlich schon wissen. Ich werde die alle gleich beantworten. Aber bevor das losgeht, lasst wie immer gerne erstmal ein Like und ein Abo da. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und somit würde ich auch sagen, starten wir mit den Fragen. So, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit den Fragen. Die erste Frage kommt von 60 Sekunden Kino. Er hat dir vier Fragen gestellt und ja, Grüße geht raus an dich. Erstens, hast du jemanden schon mal Berühmtes getroffen? Zweitens, bei welchem Film musstest du am meisten weinen? Drittens, was war für dich bisher der schlechteste Film des Jahres? Und viertens, falls gesehen, Transformers Ranking. Mach weiter so, Kuss auch an dich, Kuss geht raus. Zu der ersten Frage, ob ich jemand schon mal ein Berühmtes getroffen hat, leider bisher noch nicht, aber ich sag mal so, ein Traum wäre es von mir, irgendwann mal Tom Cruise zu treffen, weil er ist halt so für mich mein Lieblingsschauspieler in Hollywood. Ich weiß, viele mögen ihn auch wegen seiner Person nicht und wegen Scientology nicht, was ich vollkommen verstehen kann, aber ich finde, er ist für mich so der kompletteste Schauspieler, den es meiner Meinung nach gibt. So, ich meine, er hat Dramen gemacht, er hat Action-Spektakeln gemacht, so, er hat Komödien gemacht, so, das ist, mehr geht halt nicht so, vielleicht Horror, obwohl, ich weiß nicht, Horror hat er teilweise bei einem Mumie gehabt, aber den habe ich bisher noch nicht gesehen und der soll auch richtig schlecht sein. Aber ja, ich finde halt Tom Cruise ein Schauspieler, der hat schon alles abgedeckt und ich finde, der rockt auch immer jedes Mal ab. Er ist auch so charismatisch, deswegen ihn würde ich definitiv gerne mal treffen. Vielleicht habe ich Glück, dass die Mission Impossible 7 Premiere eine Woche vor dem Kino-Release stattfindet in Berlin, weil da bin ich auch dort und vielleicht kann ich ihn ja sehen, aber ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich. Und wenn ich noch gerne treffen würde, ist natürlich Margot Robbie und Lizzie Olsen, ja, also die beiden definitiv, also bitte. Vielleicht noch Ryan Gosling, also generell so die ganzen Hollywood-Stars. Es wäre schon mal cool, die schon mal zu sehen, noch ein Bild mit denen zu machen, so ist es nicht. Und außerhalb vom Filmbereich noch ein Sebastian Vettel. Also der ist für mich immer noch mein Lieblings-Formel-1-Fahrer. Ich gucke auch Formel 1 noch aktiv, jetzt nicht mal so aktiv wie in den letzten Jahren. Liegt auch vielleicht daran, dass ich mehr im Filmbereich momentan bin und ich mich halt nicht mehr so ganz mit der Formel 1 beschäftige, wie ich es halt noch vor ein paar Jahren getan habe. Aber ja, Sebastian Vettel, ich finde, er ist mega sympathisch und ich finde es schade, dass er aufgehört hat, aber man kann ihn auch irgendwo verstehen, dass er eher einfach andere Dinge für wichtiger hält. Also ich kann, wie gesagt, seine Entscheidung vollkommen nachvollziehen. Ist natürlich schade, weil ich finde, er ist eine Formel 1-Legende, meiner Meinung nach, jetzt schon. Und ich denke mal, der Sport ohne ihn ist nicht das, was es mal war. Bei welchen Filmen musstest du am meisten weinen? Müssen wir mal überlegen. Im Kino waren das auf jeden Fall zwei MCU-Filme, die ich nach Endgame wirklich, wirklich stark finde. Das war zum einen Guardians 3 und halt Spider-Man No Way Home. Jetzt außerhalb von Marvel und so weiter. Vielleicht noch 500 Days of Summer. Und definitiv Forrest Gump. Ich denke mal so die vier Filme. Da kann ich mich dran erinnern, dass ich da auf jeden Fall echt viel Tränen in den Augen hatte. Ansonsten fällt mir also kein Film ein. Was für mich momentan der schlechteste Film des Jahres ist, ich würde sagen Ant-Man 3. Ich habe bislang noch nicht so viele Filme dieses Jahr gesehen, wie ich es mir vorgenommen habe. Und beziehungsweise ich habe mir einfach nicht so viele schlechte Filme mehr angeschaut, weil wenn ich mir halt so Kritiken durchgehe, wie zum Beispiel bei 65 mit Adam Driver, da denke ich mir so, ich habe nicht mal so Lust, den Film zu gucken, wenn ich da sehe, wie die Kritiken da so aussehen. So. Deswegen meide ich auch die ganzen schlechten Filme. Ich bin da so wie Marco Risch, der halt die ganzen schlechten Sachen halt eher vermeidet. Und aber für den schlechten Sachen dieses Jahr finde ich Ant-Man and the Wasp am schwächsten. Also für mich ist es der schlechteste Film des Jahres. Nicht, weil der Film an sich eine Vollkatastrophe ist, aber mich macht es halt so wütend als MCU-Fan, dass mir der Film irgendwie so egal ist. So. Der ist mir so egal so. Es ist wie bei Eternals so. Der ist mir so egal so. Du hast zwar einen Jonathan Majors als Kang, der super ist, aber mir ist der Film so scheißegal. Der sieht hässlich aus. Und die Charaktere, also wie zum Beispiel Cassie Yang,
geht mir einfach nur auf den Keks. Also, ja, deswegen, Ant-Man 3 ist für mich momentan der schlechteste Film des Jahres. Ich meine, ich habe auch einige Filme mit auch mit derselben Sternebewertung bewertet, wie zum Beispiel Ghosted, Intrigen und Cocaine Bear. Die habe ich auch 2,5 von 5 gegeben, aber das sind halt so Filme, wo ich mir denke, die sind hart mittelmäßig, die werde ich mir einmal anschauen und nie wieder. Aber mir bedeuten auch diese Filme nicht allzu viel. Und Ant-Man 3 ist halt ein Teil vom Filmuniversum, womit ich halt aufgewachsen bin. Und mich macht es halt noch mehr wütend, dass es mir gleichgültig ist. Es ist mir, der Film ist mir so egal. Ich glaube, ich werde mir den Film nie wieder anschauen. Weil er ist für mich so egal. Er hat ein paar nette Momente, kann man sagen. Und einen netten Aspekt mit Jonathan Majors. Aber ansonsten geht mir der Film so hart am Arsch vorbei. Und deshalb ist das für mich der schlechteste Film des Jahres, weil kein MCU-Film, vielleicht abgesehen von Eternals und vielleicht noch Captain Marvel, ist mir so egal gewesen wie das hier. Und Transformers Ranking, ich habe bislang den neuesten Teil noch nicht gesehen, also Rise of Beasts. Aber wenn ich jetzt einfach mal so ganz spontan ein Ranking machen würde, ich habe die Filme halt schon lange nicht mal gesehen. Ich glaube, auf den letzten Platz kommt Teil 5. Weil ich den einfach nur grottenschlecht fand. Also ich war wirklich, Teil 5 war ich wirklich mental ausgecheckt. Ich habe den aber auch erst Jahre später nachgeholt. Dann vielleicht Teil 4. Als Kind hatte ich irgendwie Spaß mit dem Film. Das war auch, glaube ich, der letzte Film, den ich mir je im IMAX angeschaut habe. Wird sich dieses Jahr definitiv ändern. Darf nicht sein, dass das der letzte Film, den ich mir im IMAX angeschaut habe. Dann Teil 2. Dann entweder Bumblebee oder den ersten Transformers-Film. Und für mich ist halt der beste, weil das für mich so ein Guilty Pleasure-Film ist. Für mich ist der dritte am besten von allen. Aber ja, das sind so Filme, die guckst du halt einmal so und die sind halt natürlich bombastisch, so, aber die vergisst halt irgendwie irgendwann mal. Und ich werde auch noch, wenn ich mir Rise of the Beast mir angeschaut habe, auch noch ein Ranking dazu machen. Ob ich den jetzt auch im Kino mir anschaue, weiß ich auch nicht so, weil es ist so ein Film, das ist so ein Film, den hat man schon mal gesehen und es fühlt sich für mich so an wie Content so. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen habe ich auch keinen Bedarf, den Film im Kino zu gucken, obwohl ich eigentlich sehr gerne ins Kino gehe, aber ganz ehrlich, für solche Filme, boah, weiß ich nicht, muss jetzt nicht unbedingt immer sein. Die nächste Frage kommt von Tom Carlson Martins. Er hat ja auch hier einige Fragen gestellt, so 4 Fragen. Erstens, Babylon oder Once Upon a Time in Hollywood? Zweitens, findest du, es ist moralisch vertretbar, eine Serie wie Dharma zu machen? Drittens, Meinung zum Trailer von Killers of the Flower Moon und Pinguin? Und viertens, hast du in den Straßen von Bronx gesehen? Du machst auf jeden Fall ordentlich Videos, mal weiter so. Dankeschön für deine Fragen. Babylon oder Once Upon a Time in Hollywood, das ist für mich etwas eindeutiger, das ist für mich Babylon. Für mich ist es immer noch der beste Film des Jahres, also nichts top momentan diesen Film. Nicht mal Across the Spider-Verse momentan, vielleicht wird sich das ändern, aber momentan ist Babylon für mich immer noch der beste Film des Jahres. Das ist auch für mich das beste Kinoerlebnis, was ich dieses Jahr hatte. Ja, also ich muss sagen, so eine Serie wie Dharma, ich finde es okay. Ich meine, es ist zwar eine Realverfilmung über einen Serienmörder, beziehungsweise über einen Kannibalen. Aber ganz ehrlich, so, ich finde solche Geschichten auf eine gewisse Art und Weise sind schon interessant zu sehen, auch wenn die natürlich mega perfide sind, aber ich finde es okay. Ich meine, das ist trotzdem immer noch ein Stück Kunst, so. Und ja, deswegen, ich finde es nicht so schön. Ich meine, die Serie mit Elizabeth Olsen, also Love and Dead, geht ja auch um eine reale Serienmörderin. Da finde ich das auch okay. So. Meine Meinung zum Trailer von Killers of the Flower Moon und Pinguin. Ich finde, beide Trailer sind wirklich richtig gut. Ich finde den Teaser zu Killers of the Flower Moon recht interessant, weil uns wird der Plot noch nicht so ganz vorweggenommen. Und ich bin sehr gespannt, den Film zu sehen. Ich meine, es ist ein Film von Martin Scorsese, also ich bin da sowas von heiß drauf. Er ist auch einer meiner Lieblingsregisseure. Und zu der Pinguin-Serie muss ich auch sagen, sieht mega interessant aus. Auch da bin ich wirklich mega hooked, weil ganz ehrlich, so eine Mafia-Serie im Comic-Verfilmung-Bereich hatten wir halt noch nie gesehen. Und ich finde es mal interessant, dass man auch das Mafia-Genre mal wirklich sieht. Und das hatten wir halt vorher noch nie gehabt und ich denke mal, dass da Matt Reeves uns definitiv etwas besonders abliefert. Da bin ich mir definitiv sicher. Und ob ich in den Straßen der Bronx gesehen habe,
Nein, noch nicht. Ich habe auch noch nie von dem Film oder der Serie gehört. Deswegen gucke ich da vielleicht mal rein, aber ich kenne es bisher noch nicht. Und ja, vielen Dank für deine Fragen. Die nächste Frage kommt von MovieSpace. Er hat dir gefragt, von welchem Film hättest du niemals gedacht, dass du ihn mögen würdest? Boah, ich muss mal darüber nachdenken. Es gibt Filme, wo ich nie dachte, dass ich ihn wirklich so liebe. Wie zum Beispiel Vanilla Sky. Also ich hätte nie gedacht, dass es so mit einer meiner Lieblings-Tom Cruise-Filme sein wird. Aber ich finde den halt mega stark. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Das war auch so ein Film, wo ich mir dachte, der hat zwar sehr gute Bewertungen, aber ich weiß nicht, wie der mir so gefällt, so, weil ich halt von den Filmen kaum irgendwas gesehen habe und mich einfach überraschen gelassen habe, und das war wirklich eine Wucht. Es ist tatsächlich unter der Top 30 meiner Lieblingsfilme. Also das ist so ein Film, der hat mich wirklich komplett überrascht. Was für ein Film hätte ich nie gedacht, dass ich ihn mögen würde? Boah, mir fällt da spontan jetzt gerade eben nichts ein. Ich guck mal eben kurz nach. Mir fällt, wie gesagt, da spontan jetzt nichts ein, wo ich vorher dachte, der Film wird Schrott sein. Und dann wird halt super. Aber ja, es gibt halt Filme, wo ich nie dachte, dass ich ihn so lieben werde. Wie zum Beispiel Vanilla Sky. Ja, das wäre dann so ungefähr meine Antwort dazu. Als nächstes haben wir eine Frage von A-Train Baby. Der hat gefragt, was hältst du vom Sony Universe of Marvel Characters? Und denkst du, es wird eine große Zukunft vor sich haben? Boah, wenn es alleine darum geht, um den Spin-offs rund um Venom, Morbius und so weiter, von den ganzen Live-Action-Schurken-Verfilmungen nicht. Vielleicht wird Kraven the Hunter das ändern. Der soll ja auch ein R-Rated haben. Aber bislang sehe ich das noch nicht. Aber die Spider-Verse-Filme hingegen, da bin ich mir sicher, dass sie eine Zukunft vor sich haben. Ich meine, wir hatten 2 von 2 Filmen, die toll sind. Und deswegen bin ich mir da sicher, was das angeht, das toll sein wird. Aber von den Live-Action-Filmen bis auf die Tom Holland-Filme und bis auf die Spider-Verse-Filme bin ich da eher skeptisch. Weil die meisten haben mich eher enttäuscht. So Venom 1 fand ich noch als Guilty Pleasure noch ganz unterhaltsam. Aber zum Beispiel Venom 2 hat mich abgeturnt und Morbius war so generisch as fuck. Und du hast auch als zweite Frage gestellt, wie reagieren Leute aus deiner Schule auf deine Social Media Präsenz? Ich habe also sehr, sehr positiv. Also ich werde oft mal in der Schule angesprochen. Ich meine, ich habe ja auch meinen TikTok-Account. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Und da lade ich auch regelmäßig auch Videos hoch. Und ich denke mal, dort entdecken die mich und sprechen mich auch in der Schule an. Ich meine, ich habe ja schon im letzten Q&A-Video gesagt, dass ich schon mal in der Schule gefragt wurde, ob ich ein Bild machen kann mit denen. Und das ist definitiv geisteskrank. Also ich finde es auch generell geisteskrank, was TikTok so für Reichweite ausmachen kann bei einem. Und da reagieren die auf jeden Fall sehr positiv. Sollte es aber jemanden geben, der von meiner Social-Media-Präsenz eher negativ steht, dann glaube ich, hat mich halt so eine Person halt wahrscheinlich schon längst ignoriert so und hat dann in Kontakt abgebrochen. Ich weiß es halt nicht. Aber bislang höre ich, wie gesagt, nur Gutes. Mich freut es auch so, weil mich freut es, dass euch mein Content so gefällt. Was mich aber noch mehr freut, ist, wenn ihr auch wirklich auch leidenschaftlich wieder Filme guckt. So. Das ist so mein großes Ziel, was ich mir vorgenommen habe, dass ich mit meinem YouTube-Projekt halt euch halt wieder vom Film an sich überzeugen kann, weil ich möchte halt auch eher eine Zielgruppe ansprechen, die ja vielleicht halt auch eben nicht so viele Filme gucken, wie vielleicht einige Leute, die aktiv hier mit dabei sind, so. Und das sind also die Leute, die möchte ich halt ansprechen, um die halt auch wieder vom Film an sich zu überzeugen, weil ich habe da einfach, wie gesagt, das Gefühl, die jungen Leute interessieren sich nicht mehr so aktiv so für das Medium Film. Klar konsumieren die das noch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die konsumieren das und verdrängen es dann irgendwie wieder, so. Wisst ihr, was ich meine? Und wie gesagt, ist gar kein Front. Ist wie gesagt gar kein Front. So, wenn ihr gerne Filme guckt, dann fühlt euch ja, wie gesagt, nicht beleidigt. Aber ich habe einfach, wie gesagt, das Gefühl, dass das Thema Film an sich so halt nicht mal so präsent ist wie früher. Und ja, vielen Dank für deine Fragen. Die nächste Frage kommt von No One Know. Er hat gefragt, welcher Film hatte dir sehr hohe Erwartungen gegeben und war dann eine Riesenenttäuschung?
Puh, wenn ich mal so darüber nachdenke, was für Filme in letzter Zeit rauskamen, wo ich wirklich etwas enttäuscht war, dann müsste ich sagen, Creed 3. Der hat mich richtig enttäuscht. Also, weil ich hatte halt sehr hohe Erwartungen, was es angeht. Vor allem nach Creed 2, was für mich mit einer meiner Lieblings-Rocky-Filme ist. Und da, einfach nur das zu sehen, finde ich richtig schade. Ich finde, Creed 3 ist halt etwas mittelmäßig. Es ist für mich mit einer der schwächsten Teilen der Rocky-Reihe. Und ja, das war für mich halt so eine Enttäuschung. Ansonsten auch ein Film, wo es sehr viel hohe Wertungen gab und ich mir dann im Nachhinein dachte, warum ist das denn so? Ist für mich My Neighbor Totoro von Studio Ghibli, denn ich fand den Film echt nervig. Ich fand zum Beispiel die kleine Schwester war sau nervig. Das ist mir so auf den Sack gegangen, weshalb ich den Film halt gar nicht genießen konnte. Und ja, der hat mir nicht Spaß gemacht. Auch wenn er nur kurz war, er hat mir trotzdem gar nicht Spaß gemacht. So. Aber der hat halt auch hohe Bewertungen und ich verstehe es irgendwie nicht. Es ist für mich so auch definitiv ein sehr überbewerteter Film. Und Star Wars, will ich auch noch sagen. Weil ich hatte halt sehr hohe Erwartungen, was der Reihe an sich angeht. Aber ich sag mal so, es gab wirklich nur ein paar Teile, die mich halt so wirklich vom Hocker gehauen haben. Ansonsten fand ich halt so die restlichen Filme solide bis hin zu unerträglich schlecht. Und ja, deswegen auch Star Wars ist da für mich eine echt große Enttäuschung. Ja, vielen Dank für deine Frage. Die nächste Frage kommt von nochmal von Movie Space. Er hat gefragt, deine Meinung zu Secret Invasion. Ja, Secret Invasion ist ein Marvel-Projekt. Es könnte cool sein, aber ich bin gar nicht gehypt auf die Serie. So, es sieht interessant aus, aber der Hype ist halt bei mir gar nicht mal da. Weil die letzten Marvel-Serien haben mich recht enttäuscht. Ich fand Moon Knight war noch solide, Miss Marvel war okay, aber dann kam She-Hulk, was für mich gar nicht mehr existent ist im MCU. Für mich ist es nicht mal mehr Kanon, weil ich finde, die Serie war so scheiße. Ich habe das aus meinem Kanon im MCU verdrängt. Also, so weit gehe ich sogar. Weil ich finde, She-Hulk ist wirklich mit einer der schlechtesten Sachen, die ich wirklich gesehen habe. Das war wirklich 9 Wochen lang eine Qual. Und einige würden vielleicht sagen, so, warum hast du dir überhaupt die Serie zu Ende geguckt? Meine Antwort wäre dazu, ich wollte halt einfach ein Review dazu machen. Und warum mich halt die Serie so hart abgefuckt hat, weil es kommt schon, das ist für mich seelenloser, narzisstischer Müll. Ich kann dann nicht mehr anders dazu sagen. Für mich ist die Serie mit einer der schlimmsten Sachen, die ich wirklich gesehen habe. Und dann hast du noch gefragt, Top 3 Disney-Animationsfilme. Auf Platz 1 wäre für mich Ratatouille. Also den Film finde ich super. Auf Platz 2, knapp dahinter, aber wirklich nur knapp dahinter, wäre für mich Toy Story 3. Und wenn wir noch die Zeichentrickfilme noch dazu nehmen, würde ich halt ganz spontan den Klassiker nehmen, König der Löwen. Aber ansonsten, ich kann mich halt an den Rest nicht mehr so ganz gut dran erinnern. Vielleicht noch, würde ich da noch Toy Story 2 oder 1 da reinnehmen, aber ich habe die Filme auch schon lange nicht mehr gesehen. Deswegen entscheide ich mich halt für die drei. Also Ratatouille, Toy Story 3 und König der Löwen. Dann hast du noch als letztens die Frage gestellt, Kino oder zu Hause Filme schauen. Ganz klar, Filme im Kino gucken. Es ist unersetzbar. Das Kino ist wirklich unersetzbar. Das ist wirklich das Zuhause vom Filme. Ich gucke zwar auch viele Filme zu Hause, aber es sind auch Sachen, die ich halt nachhole. Aber wenn es halt geht, so, dann gehe ich halt natürlich gerne ins Kino. Also, ich meine zum Beispiel bei Across the Spider-Verse, so ein Film, den möchte ich auf der großen Leinwand sehen. So, ich finde, weil das gehört nur mal auf der großen Leinwand. Und ich finde, viele Leute unterschätzen leider den Wert des Kinos oder die haben keine Wertschätzung mehr dafür. Einige gehen auch aus Prinzip nicht mehr ins Kino, weil das Kinoerlebnis auch einfach scheiße ist, so was ich auch vollkommen verstehen kann. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ihr die ganzen Schlägereien bei Creed mitbekommen habt, dann kann ich auch vollkommen verstehen, wenn da einige Leute nicht mehr ins Kino gehen wollen. Was ich auf jeden Fall schade finde, weil ich finde, Kino ist halt immer auch für mich das Zuhause von Filmen. Und da kann auch für mich keinen guten Home Theater Setup das ersetzen. Das Kinoerlebnis ist halt einfach wirklich unersetzbar. Ich liebe es, ins Kino zu gehen. Ich liebe es wirklich, da einfach in den Saal reinzugehen, mit anderen Leuten einen Film zu erleben. Solange die mich halt nicht abfacken, so, dann genieße ich es auch vollkommen. Und ja, deswegen, Filme im Kino gucken ist über alles. Und ja, das war auch die letzte Frage. Und ja, somit würde ich sagen, war es das mit den Q&A für heute. Es hat mal wieder Spaß gemacht, eure Fragen zu beantworten.
Es freut mich immer wieder, das zu tun, um auch einfach mit euch zu interagieren. Und ja, das war's mit meinem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir immer gerne ein Like oder ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Wenn ihr euch die letzte Folge vom Q&A nochmal anschauen wollt, dann ist es hier links verlinkt. Schaut da mal gerne vorbei und wir sehen uns in den nächsten Videos wieder.